Was droht der Welt, wenn Russland den Krieg in der Ukraine gewinnt? Das ist eine Frage, die, wenn wir ehrlich sind, gar nicht so oft gefragt wird. Zumindest sehe ich sie nicht so häufig in den Medien, wie ich denke, dass das notwendig wäre. Was in den Medien sehr viel öfters gefragt wird, ist, wie ist die Lage in der Ukraine und was könnte passieren und wie könnte Russland den Krieg gewinnen, wie könnte Russland den Krieg verlieren und so weiter. Das sind alles sehr, sehr wichtige und sehr, sehr relevante Fragen. Aber ich finde, es ist auch wirklich wichtig, einen Blick in die Zukunft zu werfen. Und auch wenn es natürlich spekulativ ist und spekulativ sein muss, ist es wichtig zu überlegen, was wären die Implikationen von einem russischen Sieg, wie auch immer er aussehen würde, in der Ukraine. Und deswegen möchte ich in diesem Video heute mal ein bisschen diesen Spekulationen nachgehen und überlegen, was würde es für die Welt bedeuten, wenn der russische Angriffskrieg auf die Ukraine aus Sicht des Kremls erfolgreich enden würde. Und zuerst schauen wir uns mal ein bisschen die Situation an, wie denn die Lage gerade vor Ort ist. Ich selbst war jetzt in den letzten Jahren und Monaten mehrmals in der Ukraine, auch an der Frontline, ich war im umkämpften Bachmut und so weiter. Zuletzt war ich im Oktober 2023 vor Ort, also als die ukrainische Offensive schon ausgelaufen war und die Russen so in ihre Winteroffensive gegangen sind. Und das ist etwa auch noch die Situation, die wir heute haben. Der Krieg in der Ukraine, der jetzt eigentlich schon seit 10 Jahren läuft, aber nach der vollen Invasion jetzt 2 Jahre in einer richtig krassen Phase ist, den kann man eigentlich, glaube ich, in 2 große Abschnitte so ein bisschen gliedern. Wahrscheinlich in noch mehr, aber wir schauen jetzt mal, wie das erste Jahr verlaufen ist und wie jetzt das letzte Jahr verlaufen ist, also das zweite. Im ersten Jahr hat Russland erst sehr große Gebietsgewinne gemacht, als es mit voller Macht einmarschiert ist und wurde daraufhin zurückgeworfen. Also das erste Jahr des Krieges, der vollen Invasion in der Ukraine, endete eher positiv, relativ für die Ukraine, denn dieser Vormarsch der Russen ist zusammengebrochen, es wurden sehr viele Fehler gemacht von russischer Seite, man hat den Kampfeswillen der Ukrainer massiv unterschätzt und daraufhin haben die Ukrainer es geschafft, auch mit westlicher Unterstützung natürlich, eine Gegenoffensive zu starten. Und das Ende des ersten Jahres im Ukraine-Krieg sah gar nicht so schlecht für die Ukraine aus, weil es geschafft hat, weite Teile des von Russland zuerst eroberten Gebietes zurückzuerobern. Das zweite Jahr war davon geprägt, dass sich die russische Seite eingegraben hat und praktisch darauf gewartet hat und sich darauf vorbereitet hat, dass die ukrainische Armee versucht, auch noch die nächsten Teile des Landes zurückzuerobern. Das ist den Ukrainern nicht gelungen. Da gibt es unterschiedliche Gründe für. Da könnte man ein ganz eigenes Video dazu machen. Haben viele andere Experten auf YouTube auch schon gemacht. Deswegen will ich da jetzt nicht zu sehr drauf eingehen. Die Situation, die wir jetzt haben, nach 2 Jahren der Kämpfe, ist, dass Russland gerade wieder in der Offensive ist. Russland hat die Initiative, was natürlich aber auch bedeutet, dass Russland jetzt wieder in der schwierigeren Situation ist, denn der Angreifer aus militärtaktischer Sicht hat es immer schwieriger als der Verteidiger. Wie es jetzt weitergehen wird, da gibt es verschiedene Szenarien. Das hängt auch sehr damit zusammen und hängt sehr davon ab, wie der Westen agiert, wie die USA und die europäischen Staaten Waffen und Munition liefern. Alles andere Szenarien. Wir gehen jetzt mal davon aus, was wäre, wenn Russland gewonnen hätte? In ein paar Jahren oder in ein paar Monaten. Und wir nehmen jetzt mal an, Russland hätte so seine Ziele voll erfüllt, würde Kiew einnehmen und so weiter. Was ein russischer Sieg bedeuten würde, muss man auf verschiedenen Ebenen betrachten. Zum einen natürlich, was würde so ein Sieg für die Ukraine bedeuten? Dann, was würde ein russischer Sieg für den Westen bedeuten? Und was würde ein russischer Sieg in der Ukraine für die ganze Welt bedeuten? Und wir fangen jetzt mal an, so ein bisschen zu spekulieren und zu schauen, wie würde wohl die Ukraine aussehen nach so einem Sieg. Und ein wahrscheinliches Szenario ist, dass die Ukraine ein Marionettenstaat werden würde. Russland hat mehrfach gefordert, dass die Ukraine neutral und demilitarisiert sein soll. Das klingt sehr, sehr staatstragend und ja, sehr neutral, bedeutet aber letztendlich, dass Russland, dass Moskau diktieren darf, was die Ukraine darf und was nicht. Im gegenwärtigen System, wie die Welt funktioniert, wie die Staaten untereinander interagieren, gibt es das Prinzip der Souveränität. Das bedeutet, dass jeder Staat selbst für sich entscheiden darf, was er tut und was er lässt, insofern er nicht andere Staaten angreift zum Beispiel. Aber die Bündniswahl, die gehört zu der Souveränität eines Staates dazu. Und das bedeutet, dass jeder Staat selbstständig entscheiden darf, mit welchen anderen Staaten er sich verbündet. Militärisch, ökonomisch, wie auch immer. Dass nun Russland der Ukraine vorschreiben könnte, dass sie zum Beispiel nicht in die NATO darf oder nicht in die EU darf, das würde
einen großen Teil dieser staatlichen Souveränität der Ukraine wirklich angreifen und praktisch abschaffen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Teile, die Moskau direkt militärisch erobern konnte, dass die in Russland integriert werden, dass die Teil der Russischen Föderation werden. Das ist schon passiert aus Sicht der Russen. Also die Gebiete im Osten der Ukraine, die von den Russen erobert wurden, die wurden schon mit einem russischen Gesetz eingefügt und sind jetzt aus russischer Sicht Teil des russischen Staates. Das hat natürlich international keinerlei Bedeutung und verstößt massiv und eklatant gegen das Völkerrecht. Aber aus russischer Sicht sind diese Teile nun Teil des Staates Russland. Sogar einige Teile, die Russland gar nicht kontrolliert, aber das ist ein anderes Thema. Man würde wahrscheinlich, oder das ist jetzt eine Vermutung, aber das ist auf jeden Fall eine wahrscheinliche Vermutung, darauf pochen, dass die Regierung Selenskyj abgelöst wird. Man vermute, also es wurde schon öfters gesagt, dass mit Selenskyj nicht verhandelt werden kann. Und man würde wohl darauf setzen, dass eine neue Regierung in Kiew an die Macht kommt, die dann Verhandlungen mit Russland aufnehmen kann. Diese Regierung wäre dann praktisch eine Regierung von Russlands Gnaden. Was dann weiter passieren würde, ob die komplette Ukraine in Russland eingegliedert würde, wahrscheinlich eher nicht. Der ehemalige russische Präsident Medvedev hat erst vor kurzem gesagt, das Ziel der Operationen in der Ukraine muss nach wie vor so Kiew sein, also die Einnahme der Hauptstadt, und hat so ein bisschen ins Spiel gebracht, dass man einen westlichen Teil der Ukraine noch eventuell lassen würde, so um die Stadt Lviv herum, falls Polen da irgendwie Interesse daran hat und so weiter. Also wir reden hier wirklich wieder von klassischer Imperialpolitik wie im 19. Jahrhundert, wo spekuliert wird, ja, was lässt man dem Staat, was nicht, wo darf noch so ein kleiner Rumpfstaat entstehen und so weiter. Die Zukunft für die Ukraine und die Millionen Menschen, die in der Ukraine leben, sieht in diesem Szenario nicht besonders gut aus. Die Demokratie, die auch in der Ukraine immer, sag ich mal, sehr zerbrechlich war und sehr gefährdet, würde wahrscheinlich einfach rundum abgeschafft werden. Man hätte eine Situation eher so wie in Russland oder Belarus. Man hätte eine autoritäre Staatsform, eine Diktatur. Es würde wahrscheinlich zu jahrelangen Kämpfen kommen, noch zu Aufständen, zu einem Guerillakrieg. Das hatte man übrigens auch nach dem Zweiten Weltkrieg. Also die Kämpfe des Zweiten Weltkriegs endeten nicht 1945 in der Ukraine und auch im Baltikum ging es noch jahrelang weiter, dass Guerillatrupps gegen die sowjetischen Besatzer gekämpft haben. Und das ist ein Szenario, das auch sehr wahrscheinlich ist, falls die ganze Ukraine russisch besetzt werden würde. Oder auch nur Teile der Ukraine. Das ist natürlich jetzt wirklich spekulativ, was würde besetzt werden, was nicht. Aber falls Russland gewinnt, kann man auf jeden Fall davon ausgehen, dass die Ukraine als selbstständiger Staat aufhören würde zu existieren. Auch dieser Begriff der Demilitarisierung spielt massiv darauf an, dass die Ukraine keine Kräfte mehr hätte, um sich selbst zu verteidigen und das Militär wahrscheinlich fast abgeschafft würde und nur noch so eine symbolische Funktion hätte oder eine verbesserte Polizeifunktion. Also, kein gutes Schicksal für die Ukraine. Wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich würde das bedeuten, dass viele, viele, viele Ukrainerinnen und Ukrainer nicht mehr in diesem Staat als Vasall Moskaus leben wollten und nach Westen fliehen würden. Was dazu führen würde, dass wir in Europa oder in der Europäischen Union noch einmal einen so massiven Flüchtlingsansturm hätten, wie wir ihn vielleicht noch gar nie erlebt haben. Schon jetzt kommen viele Staaten nach eigenen Aussagen an, die in ihre Grenzen, wenn es um die Unterbringung und die Versorgung von Geflüchteten aus verschiedenen Kriegsgebieten geht. Das ist noch überhaupt nichts im Vergleich zu dem, was wohl passieren würde, wenn die Ukraine komplett unter russische Kontrolle kommen würde. Wir sehen jetzt schon, die direkten Folgen für die Ukraine sind untrennbar verknüpft mit den direkten Folgen auch für Europa, für das restliche Europa und für den Westen. Und ein Sieg Russlands in der Ukraine wäre natürlich ein riesengroßer Gesichtsverlust und eine riesengroße Niederlage für den Westen, für die NATO. Ganz einfach, weil man auf der Weltbühne gezeigt hat, dass der Westen nicht bereit ist, einen Verbündeten zu unterstützen. Dass man dabei stand und einfach irgendwann müde wurde und gesagt hat, ach, wisst ihr was, ist uns doch egal, wir halten uns da raus. Und das ist ein absolutes Zeichen der Schwäche aus Sicht anderer, gerade autoritärer Staaten. Und das ist etwas, was nun wirklich gefährlich werden könnte für die ganze Welt im 21. Jahrhundert.
Denn die komplette Weltordnung, die wir seit dem Zweiten Weltkrieg haben, seit 1945, basiert auf einigen Übereinkünften. Also etwa, dass Staaten nicht mehr einfach so andere Staaten überfallen, um sich Teile davon einzuverleiben, dass es keine solche Eroberungskriege mehr gibt, wie man sie halt eben im 19. und auch in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts eigentlich einfach noch hatte. Also ein Staat zu überfallen, wenn man sagt, diesen Teil des Staates, den möchten wir gerne haben, das war nicht mehr Teil dieser internationalen Gemeinschaft, die man nach 1945 hatte. Es wurde immer mal wieder versucht, zum Beispiel Saddam Hussein hat 1990 Kuwait überfallen, weil er Grenzen neu ziehen wollte. Es gab auch einen Krieg zwischen Irak und Iran, wo es auch darum ging, dass Grenzen neu gezogen werden sollte. In beiden Fällen hat das nicht funktioniert. Der Aggressor wurde zurückgeschlagen, im Falle von Kuwait mithilfe einer großen multinationalen Koalition, die gesagt hat, nein, wir sind nicht mehr in einem Zeitalter, wo einfach Staaten andere Staaten überfallen und sich einverleiben können. Dieses ganze System würde damit wahrscheinlich entweder schwer beschädigt sein oder ganz beendet sein. Bevor ich jetzt auf weitere Beispiele komme, ich weiß, es gab auch natürlich andere Völkerrechtsverletzungen in der Zeit nach 1945, gar keine Frage. Auch vom Westen, auf jeden Fall auch vom Westen, der Überfall auf den Irak, völkerrechtswidrig, keine Frage, illegaler Angriffskrieg. Also, wenn jetzt in den Kommentaren kommt, aber was ist mit den USA? Absolut, auch die haben Kriegsverbrechen begangen, auch die haben völkerrechtswidrige Kriege geführt, mehr als nur einen. Aber der Punkt ist, die Amerikaner sind nicht in den Irak einmarschiert, um den Irak zum 51. Staat der Vereinigten Staaten zu machen. Sie haben nicht ein anderes Land überfallen, um es einzugliedern und ihm komplett seine Souveränität wegzunehmen. Auch das Beispiel Kosovo, das wahrscheinlich in den Kommentaren kommen wird, passt nicht da rein. Denn im Kosovo hat die NATO, ja, ohne Segnung der Vereinten Nationen, eingegriffen und Serbien bombardiert. Allerdings gab es hier eine Situation, dass Serbien auch schon im Bosnienkrieg davor massiv Kriegsverbrechen begangen hat und dieses militärische Einschreiten war gedacht als Schutz der Zivilbevölkerung im Kosovo. Und es war nicht so, dass die Amerikaner oder die Europäer den Kosovo bombardiert haben und sich den Kosovo dann einverleibt haben. Es wurde gebombt, ja. Auch Jugoslawien wurde bombardiert, was letztendlich dazu geführt hat, dass die Jugoslawienkriege auch in den 90ern geendet haben. Aber danach war das Kosovo nicht automatisch unabhängig. Man hat nicht mit diesem militärischen Einsatz direkt Grenzen verändert. Es gab erst 10 Jahre später ein Unabhängigkeitsvotum im Kosovo, das vom Kosovo ausging, nicht von den Vereinigten Staaten, nicht von der EU. Auch das wurde durch internationale Gerichte bestätigt. Das ist etwas vollkommen anderes als das, was Saddam Hussein versucht hat und etwas komplett anderes als das, was Russland gerade in der Ukraine versucht, einen anderen Staat zu überfallen und Teile davon sich selbst anzueignen. Und wenn das Erfolg hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es nicht bei der Ukraine enden wird. Es gibt Spekulationen, was wohl das nächste Opfer sein könnte, der nächste Staat, der angegriffen wird. Russland hat bereits 2008 Krieg geführt gegen Georgien. Es gibt Teile von Georgien, die völkerrechtswidrig von Russland besetzt sind, Abchasien und Südossetien. Es ist nicht unwahrscheinlich, ob es nicht da auch weitergehen könnte, dass in Georgien wieder Krieg geführt wird, dass Russland weitere Teile annektiert. Moldau, die Republik Moldau ist auch ein Kandidat dafür. Auch dort gibt es Gebiete, die von Russland de facto besetzt sind. Transnistrien ist so ein Beispiel. Und natürlich das Baltikum, das auch immer oft erwähnt wird bei solchen Gedankenspielen. Das Baltikum, die drei unabhängigen Staaten Estland, Lettland und Litauen, waren früher Teil der Sowjetunion und waren unter Kontrolle von Moskau. Moskau hat öfters angedeutet, russische Politiker haben öfters angedeutet, dass die Unabhängigkeit dieser drei baltischen Staaten eigentlich illegal wäre. Und solche Andeutungen, die passieren nicht im luftleeren Raum, da steckt durchaus Signalwirkung dahinter. Und deswegen gibt es große Befürchtungen, gerade in diesen drei Ländern, dass sie vielleicht das nächste Ziel einer russischen Aggression sein könnten, was alles zusammenhängt mit so einem russischen imperialen Gedanken, dass Russland wieder das große, heilige Russland herstellen muss und dass es so eine Pufferzone zu den feindlichen Mächten Westeuropas braucht. Und das war schon seit Jahrhunderten russische Politik. Man hat immer versucht, so die kleineren Völker in seiner Nachbarschaft unter Kontrolle zu halten. Eigentlich so gut wie immer mit Gewalt. Das ist so ein bisschen draus gewachsen aus den Erfahrungen von
Napoleon bis zu Hitler, dass oft eine Gefahr von Westeuropa ausging, dass von Westeuropa der Gegner versucht hat, Moskau zu erobern oder es geschafft hat. Und dass man deswegen immer so eine Pufferzone braucht von anderen Ländern, die erst durchschritten werden müssten, damit Russland einigermaßen sicher ist. Das hängt noch damit zusammen, auch mit so einer russischen, mit einer metaphysischen russischen Ideologie vom sogenannten Dritten Rom. Da kann ich mal ein eigenes Video darüber machen. Es ist eine weit verbreitete Vorstellung unter russischen Nationalisten, dass Russland praktisch eine heilige Mission hat, die slawische Zivilisation anzuführen und zu retten im Kampf gegen den dekadenten Westen mit seinen dekadenten Werten wie Frauenrechte, Schwulenrechte, LGBTQI-Rechte, Demokratie und so weiter. Alles Dinge, die von russischen Nationalisten als dekadent und verurteilenswert gesehen werden. Und dieser Gedanke des Dritten Roms kommt daher, dass man sich in der Nachfolge von Rom, dem Römischen Reich, und von Konstantinopel und dem Byzantinischen Reich sieht als Träger der wahren, reinen, christlichen Zivilisation. Und da passt es auch dazu, dass man eben diese imperialistischen Ansprüche hat und nach Möglichkeit auch die Länder und die Völker in seiner Nachbarschaft unter Kontrolle halten möchte. Und deswegen ist es nicht unwahrscheinlich, dass es noch zu weiteren Kriegen kommen wird, um eben dieses ehemalige Einflussgebiet Russlands wiederherzustellen. Aber es bleibt nicht nur auf Russland beschränkt, denn es gibt noch andere Staaten, die mit der jetzigen Regelung, mit der jetzigen Weltordnung und der jetzigen Art und Weise, wie Grenzen auf der Welt gezogen sind, nicht zufrieden sind. Da gibt es einen Begriff für, das sind sogenannte revisionistische Staaten. Revisionistische Staaten, Staaten, die mit der jetzigen Ordnung nicht zufrieden sind und die möchten, dass sie geändert wird. Da gibt es verschiedene Beispiele in der Geschichte. Nach dem Ersten Weltkrieg war Deutschland so ein revisionistischer Staat. Hitler wollte wieder Grenzen ändern, wollte wieder ein großes, starkes Deutschland, hatte das Gefühl, dass Deutschland unrechtsmäßig Teile genommen wurde, dass es blamiert wurde, dass es gedemütigt wurde und hat dann versucht, mit Waffengewalt wieder die Größe Deutschlands herzustellen. Man sieht also Parallelen zum jetzigen russischen Imperialismus und das gibt es auch bei anderen Ländern auf der Welt. Ein weiteres Beispiel wäre eben Aserbaidschan. Wir haben schon in den vergangenen Jahren gesehen, dass Aserbaidschan im Schatten dieses russischen Angriffs auf die Ukraine gesehen hat, hey, es funktioniert ja, mit Waffen Fakten zu schaffen. Und hat eben Bergkarabach angegriffen, ein von Armeniern bewohntes Gebiet, das völkerrechtswidrig Teil Aserbaidschans ist. Da dürfen wir das sofort auch nicht vergessen. Aber es gibt viele Beobachter, die jetzt davor warnen, dass Aserbaidschan in Zukunft auch andere Teile Armeniens angreifen könnte. Warum? Weil sie es können. Weil keiner sie aufhält und weil das, was Russland in der Ukraine tut, signalisiert, dass man das einfach heute wieder tun kann, mit Waffengewalt Grenzen verschieben. Ein anderes Beispiel ist Venezuela. Venezuela hat erst vor kurzem groß angekündigt, dass es große Teile des Nachbarlandes Guyana als eigenes Territorium betrachtet, obwohl das seit mehr als 100 Jahren eigentlich international gesettelt ist, dass das nicht so ist. Aber auch Venezuela, das stark mit Russland verflochten und verbündet ist, hat neue Karten gedruckt und hat offiziell behauptet, dass dieses Staatsgebiet eines anderen Staates, nämlich Guyana, eigentlich zu Venezuela gehören würde. Und keiner weiß, in welche Richtung sich das entwickeln würde. Es wäre auch denkbar, dass sich Venezuela ermutigt sieht, von diesem Sieg Russlands in diesem Szenario sich das ganze Gebiet einfach mit Gewalt zu holen. Und das hängt auch wieder zusammen mit dieser Schwäche des Westens, von der ich schon gesprochen habe. Wenn der Westen die Ukraine im Stich lässt und so einen Eroberungskrieg zulässt, dass so ein Eroberungskrieg erfolgreich ist und belohnt wird, dann werden sich viele Staaten fragen, warum machen wir das nicht eigentlich auch? Der Westen hält sich ja eh raus, der Westen ist nicht bereit, lange Jahre und große Ressourcen zu investieren, um sowas zu verhindern. Und dann könnte Venezuela das nächste Land sein, das versucht, mit Gewalt Grenzen zu verschieben. Ein anderes Land, und das ist vielleicht die größte Gefahr für die internationale Ordnung im 21. Jahrhundert, ist China und die Bestrebungen Chinas, Taiwan wieder zu annektieren, heim ins Reich zu holen, nennt es wie ihr wollt, zu erobern. Taiwan ist gerade ein de facto unabhängiger Staat, wird als unabhängiger Staat zwar nicht anerkannt von den meisten anderen Staaten auf der Welt, aber nur, weil man China nicht vor den Kopf stoßen möchte und weil China so groß und mächtig ist, dass es sich oft nicht auszahlt, China vor den Kopf zu stoßen. Und von diesem Staat, von diesem de facto Staat, sagt China, dass es eine Provinz Chinas ist, also der
Volksrepublik China und dass die Volksrepublik China und ihre Regierung in Peking auf jeden Fall es als Teil der Volksrepublik sehen. Und China baut seit Jahrzehnten sein Militär weiter auf, modernisiert es und hat schon häufig, wirklich häufig durchblicken lassen, dass es davon ausgeht, dass es bis zu einem gewissen Punkt, vielleicht 2030 oder sowas, dass es Taiwan wieder zurückhaben möchte. Und die einzige Option, die es da realistisch gibt, wäre eine militärische Invasion Taiwans. Und das steht und fällt damit, ob die Vereinigten Staaten an der Seite Taiwans stehen würden. Weil wenn die Chinesen, die Volksrepublik China, das Gefühl hätte, dass der Westen, allen voran die Vereinigten Staaten, Taiwan nicht beistehen würden, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass wir da auf eine Invasion Taiwans und eine Annexion in die Volksrepublik zusteuern. Wann das passieren wird, gibt es verschiedene Schätzungen. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass das in den nächsten 5 bis 10 Jahren der Fall sein wird. Das hat mit demografischen und wirtschaftlichen Gründen zu tun. Die chinesische Bevölkerung schrumpft bald ziemlich massiv. Also bis Ende des Jahrhunderts wird sich die Bevölkerung Chinas wahrscheinlich halbiert haben. Was auch dazu führt, dass der Einfluss und die Macht Chinas zurückgehen wird, auch relativ zu den Vereinigten Staaten. Und deswegen ist es wahrscheinlich, dass China ein Zeitfenster hat oder zumindest ein Zeitfenster sieht, das sich zunehmend schließt. Und dieses Zeitfenster bedeutet eben, dass man bis zu einem gewissen Punkt Taiwan erobert haben muss. Das ist zumindest eine sehr weit verbreitete Sicht unter Experten der ganzen Frage. Und wenn sich China jetzt den Konflikt in der Ukraine anschaut und sieht, wie der Westen reagiert und sieht, dass der Westen irgendwann kriegsmüde wird und irgendwann müde wird, Geld zu opfern, Ressourcen zu opfern, um ein anderes Land zu unterstützen, dann wird das China sehr wahrscheinlich ermutigen, diese gewaltsame Verschiebung von Grenzen auch in Bezug auf Taiwan durchzuführen. Und was so ein Krieg mit Taiwan bedeuten könnte, das ist ein ganz anderes Thema. In Taiwan ist das weltweite Zentrum der Halbleiterindustrie, also Computerchips, die in unseren Smartphones sind, in unseren Computern, überall, die kommen zu einem sehr großen Teil aus Taiwan. Wenn diese Lieferkette unterbrochen würde, auch wieder mehr als ein eigenes Video wert, aber wir sehen, diese Szenarien, in denen Russland die Ukraine erobert, sind nicht nur deswegen katastrophal für das 21. Jahrhundert und gerade auch für den Westen, nicht nur deswegen, weil die Ukraine darunter leiden wird, sondern weil das einen Präzedenzfall schafft, der revisionistische Staaten auf der ganzen Welt ermutigen könnte, sich selbst andere Teile wieder von anderen Staaten mit Gewalt zu holen. Und damit wären wir dann wieder im 19. Jahrhundert und wie so eine Welt aussehen würde, in der das Recht des Stärkeren wieder gilt, das ist beängstigend. Und ich sage nicht, dass die Welt davor perfekt war. Es gab auch immer Kriege, wie gesagt, auch von den Vereinigten Staaten, auch von den westlichen Nationen. Aber zumindest gab es einen Anspruch und es gab so ein mündliches Agreement, dass man doch eigentlich besser sein möchte als das. Es gab Versuche von internationalen Institutionen, um genau so etwas zu verhindern, auch wenn die oft genug schwach waren. Aber es gab wenigstens die Bestrebungen. Wenn man auch jetzt diese Bestrebungen fallen lässt und einfach aufgibt und sagt, naja, wisst ihr was, es ist einfach wieder Recht des Stärkeren, es gibt Anarchie unter diesen Staaten, dann ist das wirklich nicht eine Entwicklung, die man, glaube ich, für das 21. Jahrhundert wünschen kann. So, Dankeschön, dass ihr zugeschaut habt. Auch hier wieder, ihr müsst auf jeden Fall nicht meiner Meinung sein mit dieser Einschätzung. Es ist eine Prognose für die Zukunft, aber ich hoffe, dass ein paar von diesen Fakten, von diesen Gedanken, die ich jetzt mit euch geteilt habe, euch vielleicht ein bisschen helfen konnten, Dinge selbst für euch auszumachen und selbst einzuordnen. Und wenn das klappt, dann hat dieses Video schon seinen Zweck erfüllt. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr dabei wart und freue mich auch aufs nächste Mal. Bis dann und ciao.